Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die USA machen mobil. In Washington laufen die Vorkehrungen für eine mögliche Vergeltung auf Hochtouren. Der Senat ermächtigte heute Präsident Bush, auf die Terroranschläge vom Dienstag mit militärischer Gewalt zu reagieren. Kurz darauf ordnete Bush die Mobilmachung von Reservisten an. Der Kongress billigte außerdem ein 40 Milliarden Dollar Paket zum Kampf gegen den Terrorismus und für den Wiederaufbau. Bush hatte ursprünglich nur die Hälfte beantragt. 12 Uhr mittags. 3 Minuten Stille. Gedenken an die Opfer, Verbundenheit und Nähe für die Hinterbliebenen. Das Land hält noch einmal inne. Zur selben Zeit Gebete in der Nationalkathedrale in Washington. Trost und Zuspruch für ein ganzes Land. Der Versuch, zu verstehen, was da passierte. Bis auf Vizepräsident Dick Cheney sind alle politischen Führer Amerikas dabei. Aus Sicherheitsgründen blieb er heute in Camp David. Auch die Kathedrale könnte schließlich ein mögliches Anschlagsziel sein. Der Gottesdienst endete mit der Kampfeshymne der Republik. Und Präsident Bush betonte anschließend noch einmal seine Entschlossenheit. Unsere Verantwortung gegenüber der Geschichte ist ganz klar, sagt er. Nämlich auf diese Angriffe zu reagieren und die Welt vom Bösen zu befreien. Uns wurde mörderisch und hinterhältig ein Krieg erklärt. Unsere Nation ist friedlich, aber fest entschlossen, wenn man sie provoziert. Die Piloten auf 26 US-Stützpunkten sind, wie hier auf Okinawa Island in Japan, in Alarmbereitschaft. Innerhalb von 15 Minuten könnten diese Maschinen in der Luft sein, heißt es. Nicht nur ein Einzelschlag, sondern einen ganzen Feldzug werde es geben. Das hatte gestern der stellvertretende Verteidigungsminister angekündigt. Zur Unterstützung will die Armee in den kommenden Tagen und Wochen 50.000 Reservisten einziehen. Dafür hat der Präsident heute seine Genehmigung erteilt. Eine Maßnahme, die die Regierung zum letzten Mal im Golfkrieg ergriffen hat. Und der Kongress hat den Präsidenten heute ermächtigt, das Militär gegen den internationalen Terrorismus einzusetzen. Eine Abstimmung mit eindeutigem Ergebnis. 98 der Senatoren votierten dafür, keiner dagegen, konnte der Vorsitzende vermelden. Der Antrag ist angenommen. Der Präsident kann nun seinen Truppen den Einsatzbefehl erteilen. Ob es sich um einen Angriff in einem Land oder gleich um mehrere gleichzeitig handeln wird und vor allem wann es geschehen soll, ist bisher Spekulation. Wie immer der erste Schlag aussehen wird, der Präsident kann sich der Zustimmung in der Bevölkerung sicher sein. 90% der Amerikaner stehen hinter ihm. Bei der Fahndung nach Beteiligten der Terroranschläge hat die amerikanische Polizei heute zwischenzeitlich 10 Personen festgenommen. Die Männer waren auf 2 New Yorker Flughäfen aufgegriffen worden. Inzwischen sind sie alle wieder auf freiem Fuß. Der Verdacht habe sich nicht bestätigt, teilten die Behörden mit. Gegen eine weitere Person wird nach Angaben des FBI noch ermittelt. Die Bergungsarbeiten kommen 3 Tage nach der Katastrophe nur langsam voran. In New York behinderte ein Gewitter mit schweren Regenfällen die Helfer. Mehrere einsturzgefährdete Gebäude stellen ein zusätzliches Risiko dar. US-Präsident Bush wird am Nachmittag Ortszeit zu einer Gedenkfeier in New York erwartet. Er will sich ein Bild von dem Ausmaß der Zerstörungen machen. In den Trümmern des World Trade Centers werden noch mehrere tausend Tote vermisst. Überall in New York haben sich heute Mittag die Menschen versammelt, um gemeinsam zu beten und der Opfer zu gedenken. Die Zahl der Vermissten liegt immer noch bei 4.763. Am 4. Tag nach der Attacke wurden die Aufräumarbeiten durch strömenden Regen zusätzlich behindert. New York erwartet heute Beistand von seinem Präsidenten, der zum ersten Mal die zerstörte Stadt besucht. Es ist wunderbar, dass er heute vorbeikommt. Der Job des Präsidenten ist, da zu sein, wo das Problem ist. Deshalb wäre es weiser gewesen, er wäre sofort gekommen. Dass er kommt, versetzt die Stadt in noch mehr Unruhe, denn die Sicherheitsmaßnahmen werden, so fürchten viele, New Yorks Verkehrschaos noch verstärken. Zusätzliches Problem, die Zentrale des Secret Service gibt es nicht mehr. Sie lag im zerstörten World Trade Center. Die Mischung aus Angst, Trauer und diesem seltsamen Unwirklichkeitsgefühl schweißt die New Yorker zusammen und hilft den Angehörigen der Opfer über diese ersten schweren Tage hinweg.
Ausgerechnet hier in New York City gibt es keinen undifferenzierten Hass auf Menschen arabischer Herkunft, keinerlei Ausschreitungen. Vielmehr herrscht hier die Stimmung vor, dass man Amerikaner nicht kleinkriegt und New Yorker schon gar nicht. Als Reaktion auf die Terroranschläge in den USA hat die Bundesregierung umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen angekündigt. Innenminister Schily sprach sich unter anderem dafür aus, Fingerabdrücke in den Ausweispapieren vorzuschreiben. Auch eine Beteiligung der Bundeswehr an der Terrorismusbekämpfung schloss er nicht aus. Finanzminister Eichel signalisierte schon seine Bereitschaft, durch Etatumschichtungen mehr Geld für die innere Sicherheit bereitzustellen. Der Kanzler informierte heute die SPD-Fraktion. Es gab besorgte Fragen zur inneren und äußeren Sicherheit. Hier, wie später in einem ARD-Interview, erläuterte Gerhard Schröder, was die NATO-Bündnisverpflichtung für deutsche Soldaten bedeutet. Alles, was unterhalb des Einsatzes deutscher Soldaten ist, kann die Regierung allein entscheiden und wird sie auch allein entscheiden. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass über jeden Einsatz der Bundeswehr, gleichgültig in welcher Form er erfolgt, außerhalb des NATO-Gebietes das Parlament zu entscheiden hat. Einer Debatte um die innere Sicherheit will sich die SPD nicht verschließen. Doch der Innenminister warnte vor einer Einschränkung des Rechtsstaates. Das sei genau das, was die Terroristen wollten. Allerdings ergibt sich eine insofern schon historische Zäsur durch das, was sich in Amerika ereignet hat, dass die Grenzziehungen zwischen militärischen Mitteln und polizeilichen Einsatzstrategien etwas verändern werden. Das kann man heute vielleicht noch nicht in der Klarheit beantworten, wie es sich dann in den künftigen Tagen und Wochen herausstellen wird. Wie Schily bekräftigte auch die Opposition, dass das Zuwanderungsgesetz zügig zu verabschieden sei. Es gehe, so die CDU, um die Kontrolle der Einwanderung. Wir werden in dieser Legislaturperiode, wenn es eben möglich ist, ein Gesetz verabschieden müssen, das die Steuerung und die Begrenzung der Zuwanderung genauso löst wie die Integration der in Deutschland lebenden Ausländer. In der Krise sind jetzt alle Parteien entschlossen, Zuwanderung und Integration noch in dieser Legislaturperiode zu regeln. Elemente zur Abwehr terroristischer Gefahren und extremistische Einwanderer sind in Schilys Entwurf bereits enthalten. Diese werden jetzt mit Sicherheit noch einmal überarbeitet und im Zweifelsfalle verschärft. In Deutschland wird weiter mit Hochdruck nach möglichen Hintermännern der Terroranschläge gesucht. An den Ermittlungen in Hamburg beteiligt sich jetzt auch das amerikanische FBI. Drei der mutmaßlichen Attentäter sollen sich längere Zeit in der Hansestadt aufgehalten haben. Nach Informationen des Spiegel legte das FBI den deutschen Behörden deutliches Beweismaterial gegen die Männer vor. Die Spur zu einem in Hannover inhaftierten Iraner erwies sich dagegen als bedeutungslos. Der Mann hatte versucht, die USA vor bevorstehenden Anschlägen zu warnen. Hamburg wird durchsucht. Eine 100-köpfige Sonderkommission fahndet nach weiteren Spuren der Terroristen von New York. Mehr als 12 Wohnungen in verschiedenen Stadtteilen wurden inzwischen von Beamten des Bundeskriminalamtes und der örtlichen Polizei überprüft. Es geht um Beweissicherung. Die Sonderkommission, die jetzt eingerichtet ist, die braucht natürlich sämtliche Informationen über diese Leute, die hier in Hamburg oder in der Umgebung gewohnt haben. Das heißt, es geht nicht nur darum, was haben sie vorbereitet, sondern mit wem hatten sie Kontakt, wie haben sie sich geäußert, mit wem haben sie telefoniert, korrespondiert. Das ist für die SOKO ganz wichtig. Mehr als 300 Hinweise aus der Bevölkerung gingen inzwischen bei der Polizei ein. Doch bislang können die Beamten keine Fahndungserfolge melden. Eine der untersuchten Wohnungen stand leer. Oft sind die gesuchten Personen nicht anzutreffen. Der Flughafenmitarbeiter, der am Mittwoch verhaftet worden war, ist seit heute Morgen wieder auf freiem Fuß. Der Generalbundesanwalt wollte bisher nichts zum Stand der Ermittlungen sagen. So müssen die Hamburger vorerst wohl weiter mit einer ungewöhnlich massiven Polizeipräsenz leben. Millionen Europäer haben heute noch einmal Punkt 12 Uhr der Opfer von New York und Washington gedacht. In Parlamenten, auf Straßen oder Flughäfen verharrten die Menschen in minutenlanger Stille. In Deutschland läuteten im ganzen Land die Kirchenglocken. Vielerorts nahmen Bürger an Gottesdiensten teil. Am Brandenburger Tor in Berlin gedachten heute etwa 200.000 Menschen und die gesamte politische Führung der Opfer bei den Terroranschlägen in den USA. Gemeinsam hatten alle Parteien zu diesem sichtbaren Akt der Solidarität aufgerufen. Über 200.000 Menschen waren der Einladung gefolgt.
wenigstens Anteilnahme zeigen angesichts der Ohnmacht gegenüber dem blutigen Terror. Für die Berliner hat Amerika seit der Luftbrücke nach dem Zweiten Weltkrieg eine besondere Bedeutung. Darum sagen wir heute hier von Berlin aus allen Amerikanern: Amerika steht nicht allein. Entschlossenes Handeln sei jetzt das Gebot der Stunde, sagte der Bundespräsident. Und der beste Schutz vor Terror sei eine gerechte internationale Ordnung. Aber er fügte auch hinzu: Wir werden und wir dürfen uns von niemandem dazu verleiten lassen, ganze Religionen oder ganze Völker oder ganze Kulturen als schuldig zu verdammen. Der amerikanische Botschafter bedankte sich bei allen Bürgern und Politikern für die Anteilnahme und die Solidarität mit seinem Land. Der Kampf gegen die Terroristen werde uns noch allen sehr viel Mut, Geduld und Stärke abverlangen, sagte er. Aber er sei der tiefen Überzeugung, dass er zu gewinnen ist, wenn Deutschland und Amerika, wie in der Vergangenheit, Schulter an Schulter zusammenstehen. Tief bewegt die Teilnehmer dieser Solidaritätskundgebung. Und der Appell des Bundespräsidenten zur Besonnenheit in den Reaktionen auf den Hass der Terroristen spiegelte sich wieder in den Plakaten. Die großen christlichen Kirchen haben dazu aufgerufen, nicht mit Vorurteilen, Hass oder Vergeltung auf die Terroranschläge zu reagieren. Am zentralen ökumenischen Gottesdienst in Düsseldorf nahmen auch der Präsident des Zentralrats der Juden Spiegel sowie der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime Elias teil. Der EKD-Ratspräsident Koch mahnte, Gott wolle Frieden zwischen Religionen und Kulturen. Kardinal Lehmann sagte, der Blick auf Christus gebe die Kraft, nicht in Gegengewalt zu verharren, sondern sich für Frieden einzusetzen. Als Reaktion auf die Terroranschläge in den USA sind auch auf deutschen Flughäfen die Kontrollen der Fluggäste und des Gepäcks verschärft worden. Viele Bundesländer setzen außerdem mehr Polizeikräfte ein. Auch europaweit soll die Sicherheit an den Flughäfen deutlich verbessert werden. Darüber beraten zur Stunde in Brüssel die Verkehrsminister der EU-Staaten. Direkt aus Brüssel, Rolf-Dieter Krause. Für Europas Verkehrsminister ist klar, dass die Sicherheitsstandards im Flugverkehr erhöht werden müssen und auch können. Im Moment legen sie die Grundzüge dafür fest. Auf allen europäischen Flughäfen sollen die Sicherheitsmaßnahmen überprüft werden. Für Inlandsflüge sollen dieselben Standards gelten wie für Auslandsflüge, was in den USA bisher nicht der Fall war. Mit den Flugzeugherstellern und den Luftverkehrslinien will man auch über technische Maßnahmen sprechen, wie etwa besser gesicherte Cockpits. Vor allem aber ist für Europa wichtig, dass die neuen Standards weltweit gelten. Und deswegen will man da mit europäischen Vorschlägen auf den Kongress der Internationalen Luftfahrtorganisation gehen, die in etwa 11 Tagen in Montreal ohnehin ihre Jahrestagung hat. Damit zurück nach Hamburg. In Afghanistan wächst die Angst vor möglichen amerikanischen Vergeltungsschlägen. Immer mehr Menschen versuchen, sich außerhalb der Hauptstadt Kabul in Sicherheit zu bringen. Nach russischen Informationen soll sich der Hauptverdächtige der Terroranschläge Bin Laden im Süden Afghanistans aufhalten. Ein Sprecher der Taliban drohte den USA Rache an, sollte sein Land angegriffen werden. Auch Pakistan wurde eindringlich davor gewarnt, die Amerikaner zu unterstützen. Pressekonferenz in der Taliban-Botschaft in Islamabad. Das Interesse der internationalen Medien ist groß. Es ist die erste offizielle Stellungnahme der Taliban zu den Selbstmordattentaten in den USA. Botschafter Abdul Salam Saif verneint jede Verwicklung Osama Bin Ladens in die Terroranschläge von New York und Washington. Bin Laden habe keine Piloten und erst recht keine Ausbildungskapazitäten, sagt der Botschafter. In Afghanistan seien Pilotenausbildungen unmöglich. Die Erklärung ist kurz und wirkt unbeholfen. Viele Journalisten stellen Nachfragen, auf die der Botschafter nur ausweichend antwortet. Erst müsse Washington Beweise vorlegen, dass Bin Laden in Terror verwickelt sei. Dann würde ein afghanisches Gericht über das weitere Verfahren entscheiden. Jeder Angriff der USA auf Afghanistan ohne Beweise, so lässt es der Botschafter übersetzen, wäre eine Terrorattacke. Vor der Botschaft warten unterdessen Familienangehörige der 8 ausländischen in Kabul angeklagten Shelter-Now-Mitarbeiter. Nachrichten aus Afghanistan gibt es jedoch keine. Für die Sorgen der Familien hat jetzt niemand wirklich Zeit.
Hinter verschlossenen Türen beraten Vertreter aus Washington und Islamabad offenbar darüber, wie man am besten Osama bin Laden, den mutmaßlichen Terroristen, verhaften könnte, ohne großes Blutvergießen und ohne einen Militärschlag. Es wäre nicht das erste Mal, dass beide Regierungen in Sachen Terrorismus zusammenarbeiten. Nach den Anschlägen in den USA und wegen anhaltender Gewalt im Nahen Osten sind die für Sonntag geplanten Gespräche zwischen dem israelischen Außenminister Peres und Palästinenserpräsident Arafat offenbar geplatzt. Nach Angaben des israelischen Rundfunks hat sich Israels Ministerpräsident Sharon gegen das Treffen ausgesprochen. Im Westjordanland und im Gazastreifen dauerten die Auseinandersetzungen zwischen Israelis und Palästinensern an. Die weltweite Verunsicherung schlägt sich immer deutlicher an den Aktienmärkten nieder. Die Kurse an der Frankfurter Börse blieben heute insgesamt auf Talfahrt. Der DAX und die Technologiewerte im Nemax 50 gaben noch einmal massiv nach. Ein neuer Tiefschlag für die deutschen Börsen. Seit fast 3 Jahren erreichte der deutsche Aktienindex nicht mehr ein so geringes Niveau wie heute. Zeitweise Abschläge von mehr als 6% waren zu verzeichnen. Der Negativtrend ist branchenübergreifend, besondere Verluste bei den Versicherern und der Lufthansa. Die Auswirkung der Terroranschläge macht sich hier bemerkbar. Generell ist die Börse wegen der Krise in den USA total verunsichert. Was die Börse treibt ist das, was uns alle bewegt. Das ist Angst und Ungewissheit. Sie dürfen nicht vergessen, der Handel an der Wall Street ist seit Tagen ausgesetzt. Es ist die längste Handelsunterbrechung seit dem Ersten Weltkrieg. Das allein sorgt schon für Ungewissheit. Und dann diese politische Ungewissheit jetzt vor dem Wochenende. Keiner weiß, was für Schritte erfolgen. Und die Auswirkungen auf Konjunktur und auf die Wirtschaft weltweit sind ja völlig unklar. Und das macht Anlegern Angst und von daher wird verkauft. Der Handel mit amerikanischen Aktien ist nach wie vor ausgesetzt. Am Montag soll die Wall Street in New York wieder ihre Arbeit aufnehmen. Alles wartet auch an den Aktienmärkten auf den möglichen Vergeltungsschlag der USA. Beruhigungsversuche vom Bundesfinanzminister. Ich bin auch ganz sicher, dass sich das wieder normalisiert. Wir haben ja in den letzten 2 Tagen erlebt, dass insgesamt die Kapitalmärkte sehr vernünftig geblieben sind. Und das sollten wir auch weiter so halten. Eine Prognose wagt auf dem Parkett dennoch keiner mehr. Aktionärsschützer raten Kleinanlegern allenfalls nicht in Panik zu verfallen. Beim Autobauer Opel ist nun der Weg für die geplante Sanierung geebnet. Arbeitnehmervertreter und das Management des Mutterkonzerns General Motors vereinbarten einen europaweit gültigen Rahmen als Basis für Verhandlungen über konkrete Schritte in den einzelnen Ländern. Wegen hoher Verluste will Opel seine Kapazitäten um 15% drosseln. Die Standorte sollen erhalten bleiben und Arbeitsplätze sozialverträglich abgebaut werden. Bei Gossensass in Südtirol sind am Morgen mehrere Züge zusammengestoßen. Zunächst kollidierten 2 Güterzüge aus bisher unbekannten Gründen. Die beiden Lokführer waren sofort tot. Kurz darauf raste der Eurocity von Neapel nach München in die Unfallstelle. Dabei wurden mindestens 3 Passagiere und eine Schaffnerin verletzt. Einer der beiden Güterzüge hatte Gascontainer geladen, die nicht explodierten. Die Zugverbindung über den Brenner wurde für 24 Stunden gesperrt. Der Schauspieler Charles Regnier ist tot. Er starb gestern im Alter von 87 Jahren in einer Privatklinik im oberbayerischen Bad Wiessee an den Folgen mehrerer Schlaganfälle. Der mit der Schauspielerin Sonja Ziemann verheiratete Künstler zählte zu den markantesten deutschen Darstellern. Neben seiner Theaterarbeit wirkte Charles Regnier auch in vielen Spielfilmen mit. Ob adlige Herren, aalglatte Karrieristen oder schräge Typen, der 1915 in Freiburg im Breisgau geborene Charles Regnier konnte fast alles spielen. Seine erstaunliche Wandlungsfähigkeit, sein akzentuiertes Spiel machten ihn zu einem der gefragtesten Bühnen- und Filmschauspieler Deutschlands. Als Schauspieler musst du dich dauernd verwandeln. Verwandeln? Das kann ich nicht. Das... Naja, dafür siehst du gut aus. In über 80 Filmrollen brillierte der Mime. Ob in anspruchsvollen Fernsehspielen wie In der Sache J. Robert Oppenheimer oder TV-Serien wie Kir Royal oder Der Alte. Immer verstand es Regnier, seinen Rollen einen eleganten psychologischen Hintergrund zu geben. Er war ein schauspielerischer Grand Seigneur, der bis ins hohe Alter für Bühne, Film und Fernsehen tätig war. Seine wahre Liebe blieb jedoch das Theater. Hier war er zuletzt auch als Autor und Regisseur tätig. Als Schauspieler klassischer Schule bleibt er unvergessen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 15. September.
Das Hoch über dem Atlantik weckt Hoffnungen auf besseres Wetter, die es nicht erfüllt. Es unterstützt sogar noch das trübe Herbsttreiben. Zusammen mit den Tiefs lenkt es feuchte und kühle Meeresluft nach Deutschland, in der sich immer wieder Regenwolken entwickeln. Heute Nacht regnet es zwar nur wenig, auch gibt es hier und da Wolkenlücken. Aber schon morgen früh verdichtet sich die Bewölkung wieder. Von West nach Ost überqueren uns viele Regenschauer. Am Nachmittag kann es besonders in der Westhälfte kräftig regnen. Einzelne Gewitter sind zwischen Ems und Rhein möglich. Schwacher bis mäßiger, zum Teil frischer Wind um West. Die Nachttemperaturen reichen von 6 Grad am Alpenrand bis 12 Grad an der Nordsee. An der Elbe morgen 17 Grad, im Breisgau bis 18, sonst 13 bis 16 Grad. Das Wetter bleibt, wie es ist. Viele Wolken, immer wieder kräftige Regenschauer, ab und zu einzelne Gewitter und nur wenig Sonne. Wärmer wird es auch nicht.